Spotlight wird präsentiert von WebGorilla, Ihren Offenstache-Partner für Webseiten und Online-Marketing. WebGorilla.ch. Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Spotlight. Für Foodies wie für mich ist es ein Traum, quasi Himmel auf Erde. Und die Bandbreite an der Food Zürich ist riesig. Egal ob Vegan Queen, Fleischtiger oder Foodsaver, es hat Degustationen, Kitchen Parties und Secret Dinners. Wir zeigen euch die Highlights. Kommt mit! Spotlight! Klimawandel und Ressourcenknappheit, da muss man kein Prophet sein, um festzustellen, dass sich unsere Essgewohnheiten ändern werden. Lauren Wildbolz gibt uns einen Vorgeschmack, wie der Ernährungsstil von morgen könnte aussehen. Ich koche vor allem plant-based, rein pflanzlich vegan, seit 12 Jahren. Ich habe das erste vegane Restaurant in der Schweiz eröffnet, in Zürich im Kreis 4. Und ich führe jetzt ein Catering-Unternehmen. Ich habe mich auf Grossanlässe spezialisiert. Wir sind hier im Kernstück der Food Zürich, gerade gegenüber der Hiltelpost, in einem wunderschönen Zelt. Das nennt sich Beiz. Nebenan hat es noch die Küche, wo auch Kochkurs stattfindet. Und in der Beiz gibt es eben verschiedene Dinner-Events. Und heute Abend haben wir meine Future Cuisine. Und ich zeige im Rahmen vom 10-Gang-Bouquet, was alles möglich ist. Weil für mich ist rein pflanzlich Zukunftsküche. Definitiv ist ein riesiger Trend Flexitarian. Man zählt schon 40% der Schweizer Bevölkerung dazu. Und das ist auch meine Kundschaft. Also nicht unbedingt Vegetarier und Veganer, sondern Leute, die gewillt sind und offen sind, mal ein veganes Gericht oder auch ein veganes Produkt im Laden zu kaufen. Und dort liegt einfach extrem Potenzial. Und ich habe mich der Opulenz verschrieben, darum auch das vegane 10-Gang-Menü, weil ich wollte wirklich zeigen, dass einem auch nichts fehlt in der pflanzlichen Küche. Unser nächstes Highlight war dann alles andere als vegan. Dreht hat sich alles inklusive am Säuli um die wunderbaren Weine aus dem Rioja-Gebiet in Spanien. Noch dann, Viva! Kulinarisch gesehen ist der heutige Abend natürlich der absolute Gewinn, aber für euch daheim gibt es jetzt auch noch etwas zum Gewinnen, und zwar bei unserem Wettbewerb. Trainier per Sofort in Club-Atmosphäre im ersten John Reed Music Club der Schweiz. Gewinn ein Abo und mach deinen Workout zum Erlebnis. An der Thurgauer Straße 54 in Zürich, Verein John Reed auf 2550 Quadratmeter, Training, Musik und Design. Trainier zu den Sets von lokalen und internationalen DJs, gang bei über 50 Group Workouts an dein Limit oder teste die über 90 virtuellen Kurse von Cyberobics täglich zwischen dem Morgen um 6 Uhr und Mitternacht. John Reed is more than fitness. Jetzt mitmachen unter spotlight.vision. Wo früher noch diese Bahn durchgeschnaubt ist, wird gekocht, und zwar auf Führing. Allein zu sehen, wie der Chris Züger und sein Team darauf kochen, ist ein Besuch wert. Wunderbare Kreationen aus dem Bündnerland, mit viel Liebe bei den Produzenten vor Ort ausgesucht, werden das Jahr serviert. Und übrigens, das Pop-up hat noch bis am 16. Juni 2019 geöffnet. Und weiter geht's nach Tel Aviv bzw. nach Schwamendingen in Ziegelhütte. Pasta heisst das legendäre Tel Aviver Restaurant, das als Wiege der kulinarischen Erfolgsgeschichte dieser Stadt gilt.
Drei Ewig lang hat der charismatische Gründer Israeli-Palestinian-Style-Kitchen auf die langen Tische gezaubert. Einfach hinsitzen, wo es Platz hat, neue Bekanntschaften machen und sich den ganzen Abend verwöhnen lassen. Danke, es war der Hammer. Zum Abschied wird noch mal richtig gefestet. Zu kleinen Preisen wird lukullisch auftischt. Im Festzelt legt wie immer da beim Closing der DJ Score auf und sorgt mit seinen Beats in Ergänzung zu den Drinks oder verschiedenen Bars für wippende Gäste. Bevor es so richtig abgeht, haben wir uns den Organisator noch geschnappt. Ja, es läuft einiges. Zweimal verschifft worden. Die Frisur hebt noch und jetzt geht es richtig los. Machen das ja, früher haben wir das im Anglomer gemacht, das Abschlussfest. Jetzt sind wir endlich in der Stadt Zürich angekommen. Und ja, 16 Restaurants, verschiedene Marktstände. Und vom Sternenrestaurant, vom Paradeplatz bis zum Hardhof mit dem Tartar zeigen wir eigentlich, was Zürich so drauf hat, gastronomisch. Wir sind hier mit der Bärengasse, mit dem Freilager und mit den Blauen Enten, die so ihre Spezialitäten raushauen. Und kommt bis jetzt sehr gut an. Wir haben den Mittwochsmarkt übernommen, 10 Uhr am Morgen bis abends um 8 Uhr. Klassischer Markt kombiniert mit Streetfood. Und ein super schönes, anstrengendes Projekt. Und eigentlich hat man dann jeden Mittwoch kleine Food Zürich im Hauptbahnhof. Wow, das wär's gsi. Unglaubliche 140 Events in 10 Tagen in der Stadt Zürich. Danke vielmals, Food Zürich. Ich hoffe, wir sehen das wieder nächstes Jahr. Und euch, liebe Zuschauer, hoffen wir natürlich, dass wir euch nächste Woche wieder sehen. Und zwar am Samstag um 2:08 Uhr auf Tele Zürich. Tschüss zusammen. Spotlight ist präsentiert worden von WebGorilla, ihren affenstarken Partner für Webseiten und Online-Marketing. WebGorilla.ch